We'll be right back.
dachte, die ist dann für mich in der Wolke drin. Irgendwie, ja, nee, ist klar. I see. Was ist schon mal los? Alle am Pissen hier raus. Hallo? Da wären wir wieder live in Scum und hier geht schon wieder ab über Chaoten Team hier. Chaoten wieder am Start hier, ne? Eieieiei, wie immer. Das Chaoten Team, gehen wir's ohne Plan. Brauch genau, eine Jacke, warum hab ich mal Jacke? Warum hast du mal Jacke verkauft, denn, Camino? Warum hast du mal Jacke gekauft? Ja, warum hast du deine Jacke verkauft, MBS? Das ist natürlich wieder die Frage der Fragen. Ja. Warum du hier deine einfach so deine Jacke verkaufst? Ich setz mich hier hinten hin. Das ist wirklich eine gute Frage. Warum ich eine Jacke verkaufe? Also heute wieder Zombies klatschen, ja? Sehr schön. Juhu. So, und diesmal bitte nehmt euch Verbände mit. Nö. Ja. Nö. Wenn du mir sagst, wo ich sowas herkriege, mache ich das. Schrank? Bei mir meinst du, ich finde bei mir welche? Ich glaube, ich habe nämlich gar keine. Bei uns im Medischrank? Im Medischrank? Nee. Bö. Rottblei. Okay, das ist dann irgendwo da hinten bestimmt irgendwo. Er ist hier, wo ich stehe. Medi, sonstiges, ja. So, da muss ich mir jetzt was mitnehmen. Was nehme ich denn am besten genau mit? Verbände. Es gibt ja verschiedene Verbände, deswegen frage ich ja gerade. Die bittere Pille mitnehmen. Kann mir mal bitte einer erklären, was, wie, wo, weil ich habe jetzt hier einmal Notverband, dann Notverbandskasten, Blutstiller Notverband. Nimm einmal einen Blutstillerverband mit. Ja, habe ich. Ein, zwei normale Verbände. Also diese Notverbände, ne, die hier drin sind. Ja, die grünen Päckchen. Genau. Davon zwei mitnehmen, ja. Hab genau. Ich. Und einmal Antibiotika. Antibiotika. Haben wir wo? Schmerzmittel? Wo ist denn jetzt Antibiotika? Da, Antibiotika. Genau. Unten. Habe ich einmal mitgenommen, jawoll. Sonst brauchen wir nichts. Je nachdem, wie du gleich. Wie du agierst und auf die... Ja, ihr wollt mich wieder da reinbringen, wo wir ja gestern waren, ihr Lieben, ne? Ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Moment, Freundchen, also du willst ein Motorrad haben. Wenn das da ja, halt nun mal steht... Ja, das Motorrad nehme ich gerne. Ist mit, das ja. Halt. Und wenn es da steht, dann gebe ich dir recht, dann steht da und dann muss man das auch dann da holen. Genau, richtig. Ich gebe dir voll und ganz recht. Ich will mit mir. Also, macht mich bitte nicht kaputt. Ja, so, das kriegen wir. Das mit welchem Töfte fahren wir? Ja, wir können wieder mit Alex Auto fahren. Ach, das wird kaputt geht, oder was? Ich fahr doch. Genau, eben. Und unser Icy fährt, der kann wenigstens fahren. So. Ich tu mal hier. Ja, Grogu, ja. Der konnte kotzen, das ist richtig, ja. Deswegen fahre ich ja. Wir sind jetzt mal. So, ich gehe mal hier die Reifen raus. Dann die Body Kits. Also, Arno, du kannst entscheiden, ob du eine Hellrider Body drauf haben willst oder das normale Body. Ich habe beides gefunden. Das ist denn schon wieder Hellrider. Das ist das, was ihr da habt mit dem Motorrad. Das ist das, was wir auf die Motorräder haben, genau. Ja, dann nehme ich das, das sieht doch gut aus. Und das normale Body ist das normale Rennkit vom Motorrad, das normale Motocross Body. So, das müssen wir jetzt auch beim Donny in die Kiste reinpacken. Ja. Das sind die Teile, wo man für das Motorrad braucht. Habe ich auf dem Stadtplatz gesucht und gefunden. Gefunden, sehr schön. Ich feiere diesen Golf ja so, ne? Ich finde den so geil. Genau. So, das heißt, die müssen wir jetzt bei ihm ins Auto packen. Das heißt, wir haben doch bestimmt wieder irgendwo eine Lootkiste, ne? Ja, ich habe eine hier, ich stelle die hier hin. Packen wir mal bei Loot 1 rein. Gut. Ich habe wieder Lootkiste 4. Was habe ich denn noch alles dabei? Unser Döni ist schon wieder voll schnell. Was raustun. Bitte. Auch momentan. Ich finde die Lackierung ja so geil, ne? In diesem Armeeton. Ich finde die so geil.
Vom Donny? Ja, Mann. Ja. Ja, ich habe halt bloß ein bisschen schwarz und braun. Also ich habe so ein bisschen Rostlook versucht nachzustellen. Mhm. Ja gut, ich habe ja leider das DLC nicht. Bei mir geht's ja leider nicht. Nee, da geht nur noch Farbe. Das müsste dann einer nach, von euch dann machen, vermute ich mal. War ein obligatorischer. Ja. Das wäre gut. Aber das Problem wird sein, auch wenn das einer von uns macht, wenn du alleine online bist, siehst du davon nichts, denke ich mal. Döni? Willst du nicht vorne sitzen? Ja, ich kam gerade nicht rein. Also. Also mit einem Eismann los, du brauchst einen Kindersitz oder was? Ja, Mann. Essi braucht einen Kindersitz. Was? Warum? Essi, du sitzt auf dem Boden, Mann. Ja, stimmt, in seinem Stream. Das sieht doch geil aus. Ja. Da los, ja, Kinder, was geht Kindersitz oder was? Eichi, sag mal, bist du irgendwie geschrumpft die letzten paar Sekunden? Siehst du auch was? Kannst du übers Lenkrad schauen? Ich kann übers Lenkrad schauen. Ich seh dich, ey. Das ist mir zu Klatschlei, aber kein Beifall. Das sah gerade richtig geil aus, ein ordentliches Feld. Der sitzt immer noch leer unten. Ja, oh, das ist doch geil. Der schleift am Boden. Der schleift am Boden? Ja! Geil. Füße gucken raus. Ey, guck mal, der Eis hat Feuersteinantrieb. Jetzt kriege ich langsam Angst hier. Eis macht einen auf den Feuerstein. Ich werde nicht mehr. Hallo, der Shadow, der hättest mal doch mal den Kindersitz mitnehmen sollen hier. Ja, ne? Der kennt, glaube ich, einen bauen sollen, viele immer. Gleich krieg ich wieder Haue, hör mal. Schmeißt sich während der Fahrt raus, direkt vorm... Ja, genau. Vorm Blechkollegen. Hör auf, ey. Er hat mich jetzt schon gerade zweimal gekillt, du, ey. Nee, einmal. Den sieht man eben durch Fenster hier, ey. Danach war es dann so ein Pieper, ne? Und dann war es dann auch so ein, Fallschirmabsturz. Weil der Fallschirm nicht geöffnet hat. Junge, Junge, Junge. Ach, da wurde Schaden. Ja, das war nur leicht gestreift, die Leitplanke. Eben. Das nennt sich obligatorisch dann auch Rennstreifen, hör mal. Siehst, der Peres hat heute sein Auto komplett zerlegt an der Leitplanke. Ja, wer hat eigentlich gewonnen? Und Leclerc. Ui. Wo ist der Pinguin Holländer gelandet? Platz 6. Da ist er da geblieben, ja? Ja. Schön, schön. Ja, du hast nur im Fernsehen an oder ist das deine Frau? Das ist meine Frau, die ist am Telefonieren. Alles klar. Ja, aber ich kann mich so lange muten zwischendurch. Das ist gar kein Problem. Wenn sie telefoniert, dann ist kein Problem. Ich dachte, das wird am Fernseher so voll laut sein. Nein, das ist meine Frau, die am Telefon ist. Das ist spreche ich. Ja. Hoppa. Jetzt sitzt es immer noch da. Oh Gott, das. Ja, ich hab schon einen ganz wunden Arsch. Die Füße hätten aus, das ist ein Wunder, hör mal. Hör mal, der ist so schön am Strampeln, du, hör mal, das guckst du ja nicht, weil das sieht aus, du. Ja, erstmal eine neue Hose kaufen. Und neue Schuhe, hör mal, und neue Schuhe. Die sind jetzt auch breit. Ja, Fred Feuerstein. Da kommt, da kommt der Spruch hier, du musst das Gaspedal bis zum Riffelblech runterdrücken, dann hat eine Bedeutung. Er hat dort getreten. Ja, ja. Kindersitze, wir brauchen Kindersitze. Ja, wir brauchen Kindersitze. Und der Eismann, der ist ja allgemein nicht groß, ne? Aber. Ja, jetzt fängst du mal an zu diskriminieren, ja? Junge, der sieht doch nichts, kann immer nur weg gucken. Ja, wie du siehst, scheinbar ja. Ja, der fährt nach Gehör, weißt du? Genau, der fährt nach Gehör. Ich kenn die Städte schon aus dem FF. Der fährt nach Popometer, immer, der weiß, welche Bodenwelle er abbiegen muss.
Ein Stein, da muss ich nichts weg. Ja, genau. Ah, geil. Ah, dann wird ja lustig, Leute. Ah. Wart ihr eigentlich schon mal da oben in diesem Schneegebiet da oben? Ja. Da ist noch kälter. Da waren wir an der Burg. Da glaube ich euch. Da sind wir fast erfroren da oben. So, den kannst du dich gar nicht anziehen, aber. Und der Eismann, der sucht jetzt natürlich erstmal seinen Stein. Naja. Ist unser Papa ja da, ja? Ja. Danken. Mhm. Denk an die Biber. Ich höre keinen. Ich höre nur Helmut. Ah ne, das ist ja Karl-Heinz. Wir klären wieder abhauen. Nein, nein! Ist immer noch nicht genug, Karl-Heinz. Kommt der Uwe dann auch dabei? Ja, Karl-Heinz. Sind wir noch nicht genug? Jetzt hat er keine Lust mehr. Ach, mach's mal ein Nickerchen. Nischer. Ich tanke auch mal für dich, ne? Sonst beschwerst dich wieder, dass ich deinen Sprit verfahre. Richtig. Jetzt sieht es ein bisschen größer aus. Ist allgemein irgendwie klein. Ist ja so hoch. Ja, du hast bestimmt noch Hallos. Jetzt sitzt der wieder richtig normal, ja. Ja, siehst du mal. Sag doch. Ihr sollt einfach weniger Drogen nehmen. Kommt das mir so vor oder ist der Ranger ein bisschen höher? Ja, ist kein Gewicht drin, ne? Wahrscheinlich. Hm. Bin gleich so weit, ich muss hier nochmal raus. Oh. Ist er wieder klatschen oder tanken? Tanken. Hm. Tanken. Hab ich noch einen Kindersitz schnell gekauft. Ui, er sitzt ja wieder normal. Ja, die Kindersitze. Schön. Schön, schön. Sehr gut. Ach ja. Ja, so ist das. Wie ist das eigentlich? Kann man das Pokpangras erschießen da? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja. Ich möchte dann aber auch nicht in der Nähe sein. Das knallt bestimmt wie so ein Pieper. Bestimmt immer. So. Ja, ich weiß nicht, ob die Tanksäule auch in die Luft fliegt, so wie bei D7 drauf schießt. Das möchte ich aber jetzt auch nicht wissen immer, wenn ich in der Nähe bin. Könnt ihr mal gerne ausprobieren, ja. Mal ein bisschen weiter wegfahren oder? Moment, ich probiere mal. Fahr mal ein Stück nach rechts, dann sehe ich was. Ja, stopp. Stopp. Ah, der Spiegel im Weg. Boah, Junge. Ich guck das mal, ob das mit der scharfen Hüfte. Auf der Hüfte tanken. Ach, uns wird nicht mehr getankt. Die Tankstelle geht jetzt kaputt. Da passiert, glaube ich, auch nicht. Nee, da passiert nichts. Nee. Ah,
passiert. Ach ja. Und er ist schon wieder am Pullern. Let's go, funny. Alter. Hat er heute Blasenentzündung, der junge Mann, ja? Ja, besser als Hallos. Das stimmt, ja, gestern war es dann nochmal. Sind deine Hallos jetzt weg, ja? Ja, nachdem da der Kampf. Ah, Erika! Was? Was ist denn Erika? Er ärgert mich schon wieder mit Erika, ich werde nicht mehr. Oh, die lacht doch. Achso. Also, wir haben hier noch eine Eventstation hier, ne? Oh, schön. Ist jetzt auch offen. Ja, ob ich da aber mithalten kann, ist die andere Sache immer. Weiß ich, hab ich auch noch nicht ausprobiert. Ist gleich auf der rechten Seite. Aha. Kann der Eismann ja mal vorbeifahren? Muss man das aktivieren? Ich weiß gar nicht. Wo soll der Eismann vorbeifahren? Hä? Was haben wir denn hier? Wir haben. Machen wir das denn? Da haben wir irgendwo rein. Ja, ich wollte nach dem Geburtstag da also erzählen. Weißt du, funktioniert dann aber nicht, dass man über dir, da musst du den Check extra wehtun. Und sich auf meiner Karte drauflegen und die uns heißt, das muss jetzt einmal für die Kopfschmerzen kommen. Sag mal ein bisschen in, gell? Bis die Mutti wieder ruhiger geworden ist. Ja, ne? Ja. Ach, wir sind jetzt wieder hier an der Sonnenfabrik, ja? Aber da will er jetzt sowieso nicht rein. Oh, guck mal, da sind sie. Unsere Freunde. Stop right now. Auf welcher Seite stand das Motorrad? So, nochmal, Marco, ich hab dich jetzt gerade die Stimme gehabt. Kurz. Auf welcher Seite das Motorrad stand? Da, wo die Ochse in der Halle. In der Halle. In der großen Halle. Da gab es viele Hallen. In der Mitte, in der Mitte. Ich habe das aber nicht alles mitgekriegt, mit Mama. Ich bin jetzt noch die Mitte gerade. So, diese große Halle, die da ist, da müssen wir rein. Hier das große Gebäude da oder hier das, ja, die linke Halle. Genau das große in der Mitte. Okay. Das heißt, schwierig mit den Teilen. Ja, ich könnte. Einen Rucksack können wir die reinnehmen, jeder eins in den Rucksack. Ja. Und wenn das Rad kannst du den Rucksack nehmen und. Ja, dann bleib mal stehen. Ja. Wir können ja hochklettern. Erstmal von außen hochklettern. Ja, dann kletter mal hier drüben hin. Und dann kann man hier da wieder was. Genau, ich muss halt bloß einen Ausgang finden, ja. Wo ich dann fahren kann, also bin ich erwischt hier. Oder wir lassen das Shadow selber machen. So, ich guck mal. Darfst du gerne rausfahren? Darfst du dann gerne rausfahren, wenn du möchtest? Kein Problem. Muss mal gucken, ob du das Body in den Rucksack reinkriegst und einer das, den Reifen. Moment. Dann muss ich bestimmt hier erstmal Platz machen, Jungs. Bodykit krieg ich so gerade nicht rein. Ich muss hier erstmal umpacken hier alles. Also ich dir jetzt reinkriegen. Hochkant kriegst du es rein, wenn du Platz machst. Ein Wagenheber, das Bodykit und. Ja, siehst du mal, Sprit. Da habe ich gar nicht geguckt, ja. Aber ich habe, glaube ich, was drin, ja. Oder was? Ja.
Ich probiere mal hier, kriege ich das so rein? Also, das Bodykit kriegst du hochkant rein, wenn du ein bisschen Platz machst im Rucksack. Ja, also ich habe das Rad. Bodykit. Warte mal, welches ist das? Ach nee, das ist hier das Hinterrad. Ja, das brauchst du, hast du gesagt. Ja, Bodykit hab ich drin. Was ist das normale drin, oder? Ja. Was ist das normale, hat er sich jetzt genommen, ja. Ja, das ist normale. Aber ich krieg die Front nicht rein. Ja, das ist egal. Hey, das ist egal. Du brauchst einen Sitz zum Draufsitzen und so. Das Rad. Alles andere ist erstmal egal. Ich weiß nicht, ob dir das Bodykit jetzt hier fallen lassen, mehr oder nicht. Dann nimm mal das Bodykit. So, ich geh mal. Ich hab das Rad mit hier. So, hast du noch einen Kanister da? Ja, warte, hast du einen Wagenheber mitgenommen? Wagenheber habe ich mit, ja. Okay. Reparaturkit nehme ich mit. Willst du mit reinkommen oder was? Ich probier's mal halt, ja. Ja, okay. Leg mal halt alle auf die. Mal halt alle einen Brack voll. Ja, Big Mama macht natürlich jetzt erstmal schön den Petro. Mona! Was meine Frau gemeckert hat, das möchte sie nicht wissen. Die war mit der kurzen auf Gange. Ja, okay. Ich bin jetzt mal runter. Ich warte, der hat mich gesehen. Er hatte mich gesehen gehabt. Also. Weil der kam gerade zurück, deswegen bin ich wieder runtergesprungen. So. Ui. Komm, mach dich weg da, Junge. Ja, du musst warten, bis er wieder wegläuft. Sonst ballern wir. Wen feuert den denn ab? Mich nicht. Jetzt läuft er wieder weg. So, also kann ich jetzt die Leiter wieder hier hochgehen, ja? Ist da irgendwo ein Pieper? So, läuft wieder. Also ich muss warten. Ich muss hier runter. Boah. Alter, ich muss aber warten, bis der Typ weg ist, ey, damit ich auf das Haus kommen mit. Jetzt kannst du. Ich sehe ihn. Ich beobachte ihn mal noch. Jetzt kannst du hochklettern. Ja, wenn das Ding mal hier klettern würde. Macht er aber gerade nicht. Mann. Ne, aber ja, oh fuck, der hat mich gerade abgesehen. Scheiße, der hat mich erwischt, Mann. Blutet sehr stark. So, was mach ich denn jetzt? Verbinden. Deswegen hast du ja Verbandsmaterial mitgenommen. Ah ja, genau, verbinden, genau. Du musst jetzt den Blut nehmen, nur den Blut. Ja. Behandeln. Du musst erst draufklicken und dann auf behandeln. Behandeln. Dann mach ich ja. Ich drück auf behandeln, aber der macht nichts. Nee. Weil er mich am Bauch getroffen hat. Ja, geht trotzdem. Den blutstillen Verband musst du nehmen. Damit machst du schon mal das meiste weg. Aha, jetzt. Wir machen gerade irgendwas. Wir müssen vielleicht zum C4. So. Wo ist der Pieper? Warum hört der jetzt? Ja, jetzt hat er aufzunehmen. Da ist ein Pieper. Scheiße. Ich bin nur noch bei 8% Gesundheit. Du bist ja nicht weit gekommen, ja. Nee. Scheiße! Ah, Pieper erwischt. Ja, das hat mich auch erwischt. Muss ich mich jetzt irgendwie setzen oder verblute ich trotzdem weiter? Scheiße.
C2, aber geht nur AC3. Ich hoffe, ihr habt hier noch Mittel noch mehr. Hör mal, ich habe doch vorher eingesteckt gehabt, Verbandsmotor. Und wir haben uns gestern getroffen und wir haben erfahren, dass ihr euch auch kennt. Und es war so gut. Franzi ist so cool. Ich habe total eine. Hängt schon wieder lustig an, ja. Also, ich habe das Rad schon montiert, ne? Nur so zur Information. Ja, ja, ja. Wir haben halt alles angelockt hier durch die. Ja. Durch den Großen. Aber meine Blutungsverletzung C4. C4 musst du runterkriegen. Sonst wird das nichts. Das kriege ich aber nicht runter, das ist es ja. Ich bin bei 2% Gesundheit. Ja, und ich habe schon die Verbände. Und ich habe schon die Verbände genutzt. Alle, da hast du aber nicht viele mit den Räumen, ne? Ja, nur von jedem einen, ne? So. Ja, ich bin jetzt in dieses Haus rein, weißt du? Da in diesen Turm, weißt du, wo da den Dach hochgeklettert sind. Ja. Das heißt, wenn ich Fritze gehe. Weiß ich ja, wo die Sachen liegen. Du bist mal da. Hin. Oh Mann, ey. Das fängt schon wieder lustig an hier. Geht schon wieder los hier. Na, bin gestorben. Scheiße. Du bist aber in dem Haus drin, ne? Ja, ja, ich bin in dem Haus drin, ja. Da. Oben da in dem Türmchen, weißt du? Also wenn der das weiße Vorder hoch geht, die Treppe hoch, direkt an diesem vorderen Kasten bin ich drin. Wieder einstehen. Oh Mann, ey. Wieder da hinrennen jetzt gleich. Die Sachen hoch. So, was hast du im Rucksack hast du reingepackt, ne? Denk dann, Chad, dass es dich ein bisschen gut ist, wenn du. Hey. Ja, ich bin gut. So, Donny, das jetzt alles alleine machen hier, oder was? Ja, durch den Großen hat er den Pieper angelockt gehabt. Dann müsst ihr gucken, wo er ist. Ey, ich hab den nicht gesehen. Er hat immer lauter gepiept und ich wusste nicht, wo er war. Klotzdorf! Ja, ja. Ja, immer irgendwo machen. Sagt der, wo auch immer auf den Kopf voll kriegt. Ja, ich bin ja der Einzige, der mal reinrennt. Ihr steht aber draußen. Ihr kommt ja noch nicht mal rein. Schon wieder am Pop ist der Welt gelandet, wie immer. So. Margo, lebst du noch irgendwie? Ja. So? Kannst du irgendwie gucken, ob hier irgendwo in der Nähe eine Tür ist? Da, wo du stehst, ist da irgendwo eine Tür. Dass du mit dem Motorrad raus kannst. Dass ich rausfahren kann, ja? Ja, da, wo wir gestern reingehen wollten, zu dem Eisentor. Ich gehe gleich hin, mach sie auf. Da, wo ich stehe, brauche ich eine ganz schnelle Tür. Warte, ich muss kurz mich erstmal wieder reparieren hier. An, wo du stehst. Ja, geh direkt an der Halle. Du siehst doch meinen Namen. Guck erst mal. Wo bist du da reingegangen? Oben drüber oder was? Bist du schon wieder pinkeln? Gibt's doch nicht. Ja, wenn du links rausfährst und dann gleich wieder rechts, aber der läuft halt da einmal lang. Der Kollege.
Ich gehe mal dahin. Da, wo wir gestern als erstes rein sind. Ja. Da, das, die, den Weg brauche ich. Also der, irgendeiner muss hier mal triggern, dass er mal hier abhaut, ja. Ja, ich habe jetzt gerade schon wieder Zombies am Hals, ja. Ja, und ich brauche noch ein paar Minuten, weil ich darf wieder hier komplett Querfeld einrennen, Jungs. So, warte, ich guck, ich gehe hier wieder auf den Asten und trigger den mal ein bisschen. Guck mal, ob ich den, ob der anspringt hier. Mal ein bisschen zur Seite. Gucken, ob ich mich ein bisschen verstecken kann hier. Das ist der Kamerad. So, hab ich jetzt erstmal. Kein Sprit. Doch, ich habe ein bisschen Sprit, habe ich. Das ist nicht das Problem. Wo ist der jetzt? Das höre ich nicht mehr. Ich schaue selber hier. Warte, ich gucke, dass ich in die Halle reingehe. Mal gucken, ja. Gehen wir da raus. Da links. Guck mal. Mal gucken, wie wir am besten hier rauskommen. Ich weiß halt nicht gerade, wo er ist. Ah, da kommt er. Okay, da kann ich ihn vielleicht jetzt ein bisschen triggern. Ah, da ist ein Tor. Links von dir ist ein Tor. Mach das mal auf. Ich bin gerade in der Dings drin. Hier, geh mal wieder raus. Wieder raus und dann links, da ist ein Tor. Mach das Tor auf. Welches Tor? Da, wo der jetzt steht. Von dir aus links, wenn du in links reinguckst. Das ist der andere, scheiße. Das sind zwei. Ja. Ja, der ballert auf mich. C4. Dann muss ich dann rausnehmen. Ich weiß zwar nicht, welches Tor du meinst, aber... Warte. Muss mir auch verbinden, ja. Erstmal verbinden. Na komm hier. Junge, ist das schon wieder kriminell, ja. Oh, Donny, schaffst du das, Junge? Ja, ich bin schon wieder da. Kannst ja mehrere Verbände markieren, jeder schneller. So, So, warte mal, ich muss mal bei dir reingucken hier, warte. Wo stehst du? So, du musst dich auch erstmal verbinden. Oh, fuck, die Köpfung. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Wie bin ich denn jetzt? Du bist. Mach mal Karte auf. Hab ich. Ja, du musst weiter Richtung Richtung Osten. Du bist am Airfield. Scheiße, wo war das jetzt? Oh fuck, ey. Richtung Osten. Richtung Osten. Richtung Osten am Airfield rechts ist so ein roter Punkt, sowas. Wie Gebäude, da musst du hin. So, da, du meinst hier, ne? Zeig mal deine Maus. Ja, genau da. Okay, gut, dann weißt du Bescheid.
Muss halt mal auf Marco warten, bis er sich wieder regeneriert hat. Ich muss mich auch ein bisschen regenerieren. Dieses bescheuerte Geschäft ist das Ganze noch schlimmer gemacht. Warum habe ich das nur getan? Und dass du deswegen eben so Probleme mit deinen Mitschülern hast. Und da wollte ich mal fragen, ob du die Probleme schon vorher hattest oder ob die jetzt einfach erst mit dem Aufsehen deines Papas quasi gekommen sind. Ich hätte die Mathe mal ein bisschen leiser. Ja. Ey, ich schnüre mich jetzt, sorry. So, wie sieht's beim Iceman aus? Mal auch mal rein duschen hier. Natürlich noch verwundet. Naja, wir warten mal, bis. Darf ich nochmal hoch? Regenerieren. Mit der Zeit immer Schlösser knacken. Ja. Das 18% Leben. Was ist denn los hier? Tote Hose oder was hier in den Kisten? Oh, eine Handgranate, den schmeiße ich den gleich vom Koppe. Mach mal. In der Leere drin. Lohnt sich ja fast gar nicht hier, ey. Munition. Ja. Leuchtfackel. Munition. So, gucken wir mal, ob ich das so da hinschmeißen kann. Nee. Kann ich hier irgendwie. Kann ich hier irgendwie aus dem Fenster raus? Nee. Oben vom Dach runterschmeißen. Ja, mir geht es darum, dass ich dir zeigen kann, wo du hin musst. Du bist am Übergang.
Ja, ja. Schreib mich nie an. Oh, Shadow ist auch wieder da. So, Marco steht da. Shadow steht da. Welches Tor meintest du? In meiner Halle oder? Da, wo du stehst, aus der Halle raus am Ausgang. Da ist ein großes Tor. Ja, das Tor ist offen. Das ist von yours zu. Welches denn? Ach, das da hinten, meinst du? Ja, das Außentor. Ja, das Außentor. Ich dachte, das in der Halle. Ich bin in der Halle drin. Was will ich in der Halle? Ich will hier raus und nicht in die Halle rein. Ja, dann gucke ich, dass ich da hinkomme. Das Tor muss auf. Und dann muss einer den die anderen triggern irgendwie. Irgendwie so in der Richtung. Dass ich da so rausfahren kann. Laser weit. Ich gucke hier nochmal, ob hier noch was drin ist. Sollte mit meinen Verletzungen vorsichtig sein, ja, das weiß ich. Ich bin ja nicht ganz geheilt hier. Ist der Shadow schon richtig? Genau, das Tor muss aufmachen, Shadow. Das Tor muss auf. Aber wie? Nee, einfach ans Tor gehen. Öffnen. Als Toren gehen, öffnen. Ja. Und weg. Öffnen. Genau. Ich bin weg. Ich muss mich jetzt nach da oben. Ich muss ja meine Sachen drankommen. Ja, 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 ja. Mach. So. Brauche ich nur einen Pieker, der mir sagt, wo was ist. Ah, der kommt gerade. Kommt gerade wieder zurück. Mhm. Also erstmal hinlaufen. Jetzt hat er wieder ein Shadow im Visier. Da hinten links. Na, jetzt sieht er mich gleich. Ja, geht hoch. Jetzt läuft er, glaube ich, wieder. Guckt noch nach Shadow. Nee, der läuft. Jetzt läuft er zu mir. Jetzt läuft er weg. Jetzt läuft er vorbei. Richtung Tor läuft er jetzt. Jetzt ist er am Tor, ich sehe es. Ja. Aber da hinten kommst du nicht raus, oder was? Nee, da steht ja auch noch einer. Muss da vorne raus. Das Tor, wo ich vorne aufgemacht habe, weißt du, wo wir gestern rein sind? Ja, da läuft ja auch einer. Das ist das Problem. Stehen da zwei Stück hier, ne? Gibt's doch nicht, ich wollte gerade da hoch, Mensch. Ja, der kommt gerade wieder angelaufen hier. Darf mich bloß nicht treffen, weil ich habe keinen. Jetzt ist er bei mir hier. Jetzt fahr, gib Gas. Hau ab. Er ist gerade bei mir. Gib Gas. Bin draußen, ja. Ich hab's. Gut. So, jetzt muss ich bloß wieder hier. Sehr cool. Ja, und ich muss gucken, dass ich meine Klamotten wieder kriege. Was ist er denn jetzt? Der guckt in deine Richtung. Komm mal, Shadow, was machst du da unten? Komm her. Ja, wir müssen ja die Treppe da hoch. Ich wollte die Treppe hoch. Geh mal hoch die Treppe, der guckt gerade noch in die andere Richtung.
Jetzt kommt, er dreht uns nicht rum. Komm runter. Jetzt steht er hier und guckt in unsere Richtung. Warte, warte. Weil ich muss ja hoch da meinen Rucksack und alles rum da oben holen. Ja, ich Wenn er sich rumdreht, hoch. Kannst du hoch. Warte. Warte. Jetzt. Jetzt. Er hat die falsche Treppe genommen. Okay. Los, 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 los. Ach Mensch. Warte, ich guck. Ja, nee, warte, der geht noch nicht. Warte, warte. So, ich bin draußen. Sehr schön, ich brauche nur noch meine Klamotten. Oh, jetzt sieht er mich. Oh. Nee, der hat mich im Blick. Scheiße. Ja, warte, warte. Wieso sitzt du hier wie, wie bestellt und nicht abgeholt? So, warte, 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 warte. Handgranate geschmissen ist. Ich versuche mal, dass er mich vielleicht kriegt. Aber mich geht hier. Push. Shadow hoch, 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 sitzt. Yeah. Hätte man noch. Oh, hätte man auch hier langlaufen können. Bam, bam, bam. Camillo, hast du den Bogen genommen? Er liegt draußen. Ah, okay, super, danke dir. Ich wollte dir das erst runterschmeißen, aber hat nicht funktioniert. Ja, alles gut, alles gut. Das heißt, ich kann ja theoretischerweise die anderen Sachen jetzt zerlegen, richtig? Ja. Also hat nicht funktioniert. Jetzt ist er weg da oben. Auf den Rauch reagiert er nicht, ja? Immer noch anziehen hier. Hier liegt ein Bogen hier draußen. Komm zurück. Da sind gerade zwei.
ist immer noch getriggert. Naja, sonst springt er mal rein. Ja doch, du kannst am Rand runter auf die Dings runterspringen, da passiert nichts. Neben der Leiter. Von dir aus gesehen links Richtung Rand gehen, dann kannst du auf das Ding runterspringen, auf die Mauer. Ja. Dann bist du nicht ganz unten. Aber warte, der guckt gerade zu mir. Ja, der andere kommt auch, jetzt läuft er. Ah, kommt nochmal, hat noch was gesehen. Jetzt läuft er wieder. Ne, er bleibt nochmal stehen, guckt nochmal blöd. Lauft wieder zurück. Also der erste könnte jetzt springen. Der erste könnte jetzt springen. Bis zum Geländer gehen, ja, dann einmal nach unten. Unser Camillo ist, glaube ich, gerade geflogen. Okay, genau da. Ne, jetzt bleib ich. Geh zurück. Er kommt zurück. Ja. Aber da, wo du gerade warst, gerade runterspringen, dass du auf der Mauer landest und dann gleich über die Mauer drüber, nach unten. Ja, gut, weiß Bescheid. Jetzt geht er weg. Jetzt. Zack, und jetzt gleich rechts rüber. Und hier, zu mir. Und jetzt springen. Genau. Da landest du nicht so hart. So. Genau. Perfekt. Camillo ist geflogen, ja. Ja, der ist mir dann aufgefallen. Ja, das Team ist auch weg von ihm. Schönes Motorrad. Ich fahre mal mit dem zur nächsten Tankstelle. Mach das. Fährst du mit dem Auto mir hinterher? Ja, kann ich machen, klar. Das sollen wir nicht auf Camillo warten, weil der spawnt doch jetzt hier dann, oder? Wenn er wiederkommen sollte. Hört er mich noch? Ja, wir hören dich noch. Kommst du wieder, oder? Ja, ich habe einen Fuß gehabt hier gerade. Ja, du hast dein Stream ist auch online. Offline. Ja, genau. Irgendwie gerade alles aus hier. Keine Ahnung warum. Ja, guck mal, links, der hat. Der hat keinen Kraftstoffkanister dabei. Ganz unten? Doch, stimmt. Ha! Perfekto. Wow, der hat jetzt irgendwie komplettes Speed auf das Display. Also das ist jetzt die Originalversion, wie wir es jetzt zusammengebaut haben. Ja, passt doch. Okay. Hab's auch komplett repariert. Dann mach deinen Namen rein. Wie war das nochmal? Warte mal, ich guck mal. Name eingeben, ne? Genau, Schloss. Alle. Jetzt kannst du es auch betätigen. Name ändern auf Shadow, ja. Ja, dann draufsteigen. No, F, gefahren. Und dann, nee, jetzt bist du auf Rücksitz gestiegen. Vorne, fahren. Und jetzt auf Car Registration im Discord, dass es auf dich registriert ist auch. Genau. Scam-Server, das war ja dann unter Service. Scam-Befehle. Genau, Scam-Befehle, genau. Car Registration. Jetzt stehe ich wieder da oben. Warte, ich guck. Ich habe ja bei dem Sorry geguckt. Bleib mal da oben noch stehen. Ja, ich bleib stehen da oben. Genau, guck. Wo bist du denn? Du bist doch da. Ich denk, du stehst da oben, du Depp. Ja, bin ich aber. Bin jetzt rein runter, runtergesprungen. Ja. Dein Kanal ist immer noch dein Stream, oder nicht? Nee, hier müsste jetzt anders sein. Wird es registriert, sehr schön. Mal aktualisieren hier. Ja, ist wieder online. Okay. Aber dennoch, ich muss mal kurz AFK, mal kurz Pipi machen. Ja, und ich gehe mal ganz schnell frische Luft schnappen, müssen wir ja da. Ja. Gut.
So, da ist er wieder. Siehst du, da hat er jetzt ein Moped. Ehrlich. So, da sind wir wieder. So, Arno hat sein Bike. Ohne Lampen. Also nur tagsüber fahren, weil der hat kein Licht. Mal ein bisschen was reparieren hier. Die Waffe ist ja nicht spitzen. Komm her, die Waffe. Aber merke, die Zementfabrik lohnt sich. Nee, nicht wirklich. Das ist Humbug. Da ist die Torpedofabrik. Also. Ja, definitiv. So. Warte, bleib mal stehen, Gott. Bleib mal. Ja. Wollte bloß, dass die Türen zu sind. Kanister habe ich jetzt halt leer gemacht. Ja, ja. Der Arno, sein Bike ist voll. So. Mal wurde ein bisschen leicht am Rauschen. Schon wieder. So. Besser? Ja, besser. So, dann haben wir das wieder. Die Triebe. Noch wieder da? Ja, wir sind da. Ich auch. Ey, wir sind auf Platz 3. Ui. Die Friendly Gamers sind abgestürzt. Oh, dude. Naja, abgestürzt nicht, aber wir haben ja wieder mehr Punkte jetzt wieder, ne? Ja, weil die sind auch gestorben wahrscheinlich. So. Jetzt muss erstmal Spike nach Hause bringen, oder? Arno. Wir können ja. Der Arno kann ja Spike nach Hause bringen. Ja. Der wird sich da kaum finden. Oder ich fahre das nach Hause und du fährst mit Arno noch woanders hin. Torpedofabrik kann ich mal nochmal fahren. Ja, also komm dann. Arno, gib mir dein Bike. Erst mit dem Alex in Torpedofabrik. Okay. Hast du noch genug Preer, Alex? Guck grad mal, was ich habe hier noch. Ich habe noch. Sonst könnte ich dir noch ein paar geben, die ich noch reinstecken habe. Ja, ich habe noch. Also ich habe 22, 4, 6, 27 6, Stück habe ich noch. Ich habe noch 8 Stück einstecken. Bis die 8 haben. Ja, ich werde die 8. Ich hau sie dir ins Auto rein. Nee, musst mal gucken, wo sie dann drin sind. Okay, alles klar. Dann bringe ich das Bike nach Hause und guck dann noch in die Garage mit meinem Auto. Ja. Ich stell es in deine Behausung, gell? Arno. Gut, dann weiß Bescheid, gut. Unser Eisenfunk wieder anzubauen, ja? Bitte? Der Eisenfunk fängt jetzt gleich wieder an zu bauen, ja? Nee. Hör mal, du fährst mit auch mal früher, Donne. Ja, ich merke das schon irgendwie. Oh, hier gibt's wieder schöne Pilze. Ah.
Aussteigen, einsteigen. Ja, siehst du, haben wir es euch geschafft. Zwar einmal gestorben, aber egal. Ja, ich bin ja auch einmal gestorben, ne? Also, alles gut. Naja, ist nur einer gestorben. Ja. Aber wachte, wachte, weil ich war viel zu spät dran, weil die Leiter, und dann hat er mich erwischt. Ja, ich hab gedacht, der wäre weg gewesen, und zack, hat er mich erwischt. Drei gehen raus, zwei kommen nach Haus. Da brauchen wir zumindest nicht mehr reingehen, wenn wir zum Metro wollen. Das wissen wir ja, Zement kann man ja hinten durch die... Ja, das ist ja einfach. Das ist einfach. Aber, also die Kisten da oben kannst du ja auch nicht kriegen, da war ja nichts drin. Gestern schon nicht, heute nicht. Wo geht's jetzt hin? Wieder zu unserer Torpedofabrik, wieder mit der Leiter flüchten. Achso, toll. Ja. Ja, es ist aber nichts Wildes. Da haben wir das erste Mal gestorben, bist du auf der Leiter. Nein, da bin ich noch fast gestorben. Ja, okay. Ja, da bin ich nicht ganz fast falsche Richtung unterwegs. Ja, die Strecke bin ich noch nie gefahren. Den Weg hier links fahren, ja. Oh.
gerade Probleme. Hier war einer gar nicht. Was für ein Sprung. Weiß auch nicht, wer das war, ja. Achso, dann müssen wir da. Lalalala, wo ist die Straße? Da muss man nach rechts. Eine große See. Eine ganz große See. Sag mal, runterspringen von der Brücke. Nein. Ich bin tot. Gleise mal da. Dann können wir wieder looten. Gucken, was ich so für einen Schrott finde. Jetzt müssen wir nach links. Ach, an der Tankstelle sind wir. Ah, ist klar. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Abgekunde ist das A und O. Ja, von der Ecke kam ich noch nicht. Ist gut. Aber irgendwann kommt immer alles bekannt. Ja. Irgendwo trifft immer drauf. Wo du schon mal warst. Nein. Baum. Boing, Baum. Scheinwerfer Beet.
Nö. Nee, ist noch da. Ist noch da. Dann reparieren, bevor er ganz spät geht. Ja, fangen wir mal wieder hinten an. So. Jodeli. Wie sehe ich aus? Relativ leer. Okay, schließen. Wie sehe ich aus? Oh. Okay, ich muss mich irgendwie leer machen ein bisschen. Ja, such dir eine Kiste aus, außer der 1. Ja, warte mal. Mach mal hier die zweite, die hier drinnen liegt. Dann. Ja, genau, die Loot 2. Oh, da ist noch eine Autotüre drin. Aber ist nicht. Muss man es gleich mal einpacken, ne? Ja, pack rein. Hat er schon wieder erwischt? Nee, ist er noch nicht. Er ist so am Schwitzen hier. Okay, ich glaube, da muss ich. Die Türen waren schon offen. Oh. Die Löcher sind zu, aber die Türen waren offen. Gucken wir einfach mal. Ich hätte mir jetzt nur Kiste 2 genommen, so. Wie war das jetzt? Muss ich jetzt nochmal drüber über diese komische Mauer da hinten, ne? Ah, ne. Hä? Wie war das nochmal? Du bist zu einfach rein, ne? War richtig, ne? Tor rein und dann links. Links? Rechts. Also. Rechts am Wasser links. Ah ja, stimmt ja, am Wasser links, genau. Dann dreht die Tür hier rein, ne? War richtig, ne? Genau. Also, Arno, bist du noch, kannst du noch mal zurücklaufen? Ja, klar. Warte. Oh, scheiße, da sind jede Menge Pieper. Eieiei. Ja, schaff noch mal zurück, ja? Warte mal, ich brauch noch mal ein paar Haarklammern. Ja. Im Auto müssen noch welche sein. Hol mal ein Paket mit, bitte. Ja, mach ich. Dann wird am Weg zum Auto. Ja. Dachte, ich habe mehr mit. Haarklammern. Wo sind sie denn? Das ist neu los hier. VLS. Box Haarklammern, da haben wir sie doch. Ja. Jawohl, bringe ich dir mit. Sind 16 Stück drin, sollte ja reichen, oder? Das reicht erstmal, ja.
Ich hoffe, ich komme an diesen ganzen komischen Pieper-Zombies vorbei mit ihren Bomben. Ja, wenn sie piepen, wenn sie lachen, einfach wegrennen. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Moment, wo bist du? Ich habe gerade Werbung bei dir. Nee, du bist da irgendwie falsch. Oh, ja. Hab's gerade gesehen. Nicht in die Halle rein. Nicht hier rein? Nein, du musst erstmal wieder raus. Ach, scheiße. Du musst erstmal wieder raus, da. Wenn du mir sagst, wo ich hin muss. Immer da raus. Ja. Links. Hier an der Wand lang, ja? Ja, an der Wand links, genau. An der Wand links und dann geradeaus. Ja, warte. Und dann zur nächsten Halle, dann die Leiter hoch. Muss aber vorher gucken, dass du genau geradeaus. Dann die Leiter da hinten hoch. Möbeln um oder sowas. Okay, die Leiter, ne? Genau, stimmt. Die hier war's, ne? Ja, ja, die Leiter da hoch. Ach, leck mich doch. Hör mich doch erwischt. Ja, einmal erwischen ist nicht schlimm. Ja, es blutet ein bisschen, hat er gesagt. Ja, C1 ist nicht schlimm. Eben. So, mein Freund. Oh, wie war dann? Genau hier lang, ne? So. Und dann die nächste Leiter hoch, ne? Ja. Ich wusste doch, irgendwo war das doch. Und dann da rein, genau. Genau. Ja, da haben wir doch schon. Vielen Dank. Sehr schön. Dahin liegt noch ein Rucksack. Ja. Jetzt am raus, den großen. Da hinten? Hinten. So. Kannst du erstmal reinpacken, ja. Ja, machen wir. Was? Ja, machen wir kurz. Muss man eben kurz die kleine hochfahren, ja? Ja, ja, ja. Dann bist du wieder da. So, da bin ich wieder. Also wieder. So. Ja, ich
noch Rucksack, den kannst du gerne mitnehmen, wenn du ihn noch reinkriegst. Muss mal gucken. Ja, habe ich auch noch reingekriegt. Also hier ist Ebbe, hier ist nichts mehr drin, da können wir wieder runter. Ja. Also Arno, dein Bike steht in deiner Garage. Sehr nett. Voll getankt. Vielen lieben Dank. Jawohl. So. Alles mit unten, ja. Ja. Na, wo war der Ausgang hier? Meine Güte. Lalalala. Hier wurde Ausgang. Hast du nichts gefunden? Nee. Also in den Schränken ein bisschen was, ja. Aber unten jetzt in der Halle nichts. Lege ich dir mal deine Loot 2 in die Waffe rein. Ja. Kannst du verkaufen. Dankeschön. Oder Munition holen, je nachdem, wie du möchtest. Ich habe auch einen kleinen Revolver gefunden. Das ist auch gut. So, was haben wir hier noch? 20. So schnell Zugriff, wollte ich doch nicht. Kannst du noch langsam zum Auto kommen? Ja, ich komme jetzt. Bin schon auf dem Weg zu dir. Was gefunden? Ja, paar Waffen. Wie viel? Immer noch keine DMR. Nee, immer noch keine. Dann kriegst du meine Schrank. Da werde ich mit dir, wenn du sie dann hast, dann findest du sie wieder. Ja, das ist immer so. Das ist immer so.
Na komm, spring an und spring an! Kein Zeitlicht, jetzt bist du müde. Und ich leg die dir in deinen Waffenschrank oben im Haupthaus. Ja. Ah, da hat er. Überall. Kann ich dir nicht reinlegen? Warum? Das ist wichtig, ah. Weil du mich ausgesperrt hast. Ja, dann. Daneben nicht. Dann machst du deine Dings rein. In dem anderen oben. Oder packst du den Leica rein oder sowas, keine Ahnung. Zum Reinig. Jede Woche da wie Bestellung abgeholt, ja. So, wieder da. Also wieder. Dann ab ins Auto. Mhm. Ich komme jetzt. Ja, noch mal raus. So, wie sieht die aus? Fast voll, Moment. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Das müsste langen. Ich hab mal kurz die ganzen Rucksäcke hier rein, dass ich auch wieder ein bisschen Platz hab, ne? Ja. Runtergefallen, das Zeug. Doni, wo muss ich lang? Rein theoretisch, halt langsam.
Also du kannst versuchen, hier drüber zu gehen. Oder, also ja, hier an der Kante. Ja, Moment. Gehst, ja, ja. Oder läufst links an der Wand lang und dann durch die Halle durch. Immer an der Wand lang. Musst du treffen. Meine Fresse. Denk dran, da ist ein Mac. Das sind sie erwischt. Das ist was? Da ist ein Mac, da rennt ein Mac rum, wenn du da auf, öffentlich da rumstehst. So, das hat doch gleich, Mensch. Zum Glück, Heini, wo Krawall auch gewürstet ist. Entweder du gehst ganz langsam hier durch, nicht ins Wasser fallen. Na, herrlich. So, hier kannst du ein bisschen looten. Aufpassen mit den Löchern, nicht ins Wasser fallen. Dass der Marco gestern schon reingeblumst. Voll bepackt mit schönen Sachen. Keeper oben. Wo ist er denn? Und tschüss. Ist er noch ins Wasser gefallen, der Hund. Echt? Ja, ja. So, schön mit Rucksack an, ja. Ja, ich nehme, ich mit der Zombie. Ach so, der Zombie. Was war das? Jetzt bin ich tot. Hast du einen Pieper? Ja, bin tot. Ich hab ihn beim ersten Schuss. Oh, nicht. Scheiße! Direkt 1% gemacht, ja. Was mache ich da jetzt? Nix, warten. Bin ich wiederkommen. Das ist eine Zombie-Armee. Ja, dann muss ich verstecken. Oder kloppen. Nicht auf den Sack hier, Toni. Na komm, mach die frei. Mach nicht, dass du wieder da bist. Den einfach nicht getroffen auf dem ersten Schuss. Meine Güte, gibt wieder schlechte Punkte hier. Ah? Ich komme momentan nicht mehr auf meine 300 Rundpunkte. Ich traue mich nämlich nicht zu kloppen. Der Piep, der wird nicht gekloppt, der wird beschossen. Mit dem Bogen. Nee, die anderen, die da sind. Dann nimm doch einen Bogen. Leih die mit dem Bogen ab. Dafür hast du auch Fernwaffen. Lautlos und ist gut. Genau. Bogen musst du hier sowieso viel verwenden. Wenn du Platz hast, immer mit Bogen machen. Wie mache ich das mit dem Bogen? Ich habe ja kein Zielingen. Ego-Perspektive, Enter-Taste. Bitte auf den Numblock. Enter-Taste, genau, stimmt. Anvisieren, Headshot, fertig. Hey, du Sackgesicht! Ja, super. Komm schon. Gib dem doch mal eine mit jetzt hier. Mann.
Ja, wenn du schlägst, brauchst du nicht in der Ego-Perspektive. Nur in der. Nur wenn du Bogen machst. Denk dann die Löcher, dass er nicht ins Wasser fällt, dann gehst du runter, weil dann musst du dich komplett ausziehen. Ruckzack, zieht runter. Richtig, also recht, wenn er voll ist. Das ist der Iceman gestern. Oh shit. Am Leib erfahren. Was hast du denn? Blutverletzungen C1. 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 Der C1 ist noch gut. Ja. Oh, super, dass er nicht. Du geh mir nicht auf den Sack, Mann. Wie? Da. Da ist der Rucksack auch schon wieder gut am Sack, ey. Ja, tolle Wurst. War das noch ein Pieper? Schnauze, Mann. Fall doch mal um jetzt hier. Ja, du auch. Spring runter. Komm, spring runter. Ja, kommt doch. Was meinst du jetzt? Nee, nicht du, den da oben. Muss ich jetzt extra hochkommen und dich hier runterschmeißen oder was? Oh, jetzt. Ja. Fall runter. Und tschüss. Ich blute sehr stark. Oh Mann, ey. Was habe ich denn hier? Ne? C2. Scheiße. Ich musste behandeln. Jetzt habe ich aber gerade nichts zum Behandeln dabei. Irgendwas zerschneiden. Du hast doch einen Rucksack vorgefunden. Ja. Den du zerschneiden, dann hast du Stofffetzen. Also super, die kann ich. Warte mal, habe ich hier nicht noch irgendwas drin? Natürlich nicht. Tolle Wurst. Unterhose. Socken. Stimmt, die hier. Ablegen. Mir jetzt hingetan, da. Wieso kann ich jetzt nicht zu Lappen zerschneiden? Kein Messer einstecken hast? Ja, scheiße, stimmt. Wow. Schwert. Okay, ich bin tot. Oh Mann, Mann, ey. Ja, weißt du, darf ich dir mal was sagen? Ja. Warum stehst du da unten rum? Warum kommst du nicht nach oben oder warum wieder, gehst du nicht wieder mehr? Einstieg, ich komme jetzt wieder. Muss ich doch da mal ein bisschen verstecken. Ja, ich merke das schon. Das Recht finden die alle anderen, ja. Das ist ja da unten, ne? Wo muss man jetzt genau hin? Komm schon, befreit dich, Mann. Ja, draußen bin ich befreit. Wo waren wir denn jetzt? Scheiße.
War eine Torpedofabrik. Hoffentlich komme ich jetzt nochmal meine Sachen dran, ey. Ja, ich bin da auch noch hier. Bin doch auch noch da, nur keine Angst. Passt nicht. Passt. Wo war das denn jetzt mal? Auf der ganz hinten, ne? Oh, shit, ein Dreck. Mach mal Karte auf. Ich bin schon mal am richtigen Weg. Meine ich. Ja, du musst aber von dem Gebäude ganz nach hinten. Ich weiß. Das ist einfach hier der Straße eigentlich nur voll, ja, richtig? Ja, nur die Straße in der, genau. Und da haben wir noch so viele Zombies? Also nicht? Ja, ja. Ja, toll. Das Kriegmaske habe ich noch gefunden. Noch eine Maske. Moment, machen wir es anders. So. Und heute dann... schon das zweite Mal gestorben. Leck mich fett. Ja, das passiert halt mal. Das passiert ab und zu mal schnell. Aber ich habe gut ausgeteilt vorher. Muss man ja auch mal sagen, nicht? Das muss man auch mal sagen, genau. Kippchen machen. Sind sie denn alle hier? Oh, Herrlichkeiten. Komm her, ja. Ja, komm doch her. Meine Güte, muss man die immer betteln hier. So. Dann machen wir mal weiter hier. Lope, 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 wa? Bombe mehr, was nur wir sagen, immer Nachladerei hier. So. Nö. Lauf, Schlampe, lauf.
So. Das hätten wir schon mal wieder geschafft. Sind die Zombies alle da hinten weg? Ja, ne? Ja. Gut. Ich muss schon erst mal suchen, ne? War richtig, ne? Ja. Okay, und dann kann ich wieder alles anträgen. Ach, ich kann wieder solche Fotos. Ja, das müsste es gewesen sein, oder? Man muss wissen, was anderes alles. Ja, das kann weg. Und das kann auch weg. Ja, so, sollte wieder alles haben von mir. Ja, dann? Ah ne, die Wanderschuhe noch nicht. Die Wanderschuhe muss man anziehen. So. Jetzt habe ich alles. Dann halt Abmarsch jetzt hier. Oh, da hinten müssen. Den selben Weg wieder zurückgegangen? Ich bin in der Halle drin. Achso. Wow! Los, schnell weg hier. Boah, geschafft. Schmeiß mit Tränengas. Roms. Jetzt kriegst du wieder rote Augen. Ja, aber hat uns nicht erwischt. Na, warum gehst du nicht raus? Toll, jetzt habe ich die scheiß Schuhe da drin, warte. Die Schuhe gehen raus. So. Oder 8 Minuten Server Restart. Ja, Server. Servus. Servus, schönen guten Tag. Warum? Alles gut, Flo? Aber natürlich, und bei dir auch? Naja. Ja, muss. Siehst du, ich hab's an deiner Lackierung erkannt. Ja, die ist gut, ne? Weil ich finde die richtig stark. Ja, genau. Dein Golf hast du schon verkauft, gell? Ja, ich muss mir nochmal eine neue Jacke kaufen. Ja, den habe ich verkauft. Alenia hat den. Die war komplett zerfetzt. Jo, alles. Alles klar. Da weiß ich Bescheid. Jo, wieso brauchst du noch ein Auto? Ja, wir suchen noch einen Golf für einen Kamerad vom Team. Ah, okay. Alles klar. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wo noch einer steht. Ja, alles gut.
Heute haben wir ein Motorrad gefunden für ihn. Wir sind jetzt zu dritt bei uns. Ah, okay. Im Team. War auch nicht schlecht. Jo. Alles klar, dann machen wir weiter. Aber wenn du mal einen siehst oder so, kannst du Bescheid geben. Mache ich, natürlich. Ja, alles klar, danke dir. Ciao, ciao. Okay, jo, bis denn, ciao. What's up? If you're trying to rob the place, I guarantee you, I'm well armed. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. That thing registered? Kidding. Nobody cares.
Gib dir noch, ihr seid zu leise. Hallo? Seid ihr noch am Leben? Wir sind am Leben. Wir leben noch. Ja. War gerade so leise. Wir reden die ganze Zeit hier. Eben. Wahrscheinlich. Stummt oder irgendwas. Ah, okay. Das war ich vorher, wo ich mit Blumen geredet habe. Aha. Alles klar. Server restart. Das ist so schnell. Wir haben noch zwei Minuten habe ich noch. Nein! Hey, hast du nicht? Nein, hast du nicht? Sag mir doch. Was ist heute los? Was ist heute los? Und du ballerst voll der Ruhe gegen. So, bin ich mal gespannt, wann wir wieder drauf können. Ja. Hey, das Auto steht da, also normalerweise passiert da nichts. Ja, sonst, gestern war 6 nach, heute 4 nach. Na. Das ist bei allen Dingen, also vom Server-Restart soll es, glaube ich, vielleicht nicht in der Luft sein. Nee, das stimmt. Das wäre vielleicht dann doof. Das wäre ein bisschen doof. Hast du meine Scream-Maske gesehen vorher? Nee, habe ich nicht. Zeige ich dir noch. Ich habe auch noch eine Maske. Ich habe noch so eine Rabenmaske und noch hier den Freddy, die Freddy-Maske. Ja, ich habe auch Freddy-Maske gefunden. Dann habe ich eine Holzmaske gefunden und die Scream-Maske. Gehen wir es mal. Selbst für ein Zunugelt. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Zwei Minuten sogar. Ja. Na, bei mir ist aber. Fatale Error. Geht's wieder? Ich höre was. Ich hab einen Fatal Error gehabt. Also ich bin
wieder da.